Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Nach diesem Intro der besonderen Art beginnt es frostig. Also ich bin mal wieder mit dem Supermuck früh morgens unterwegs gewesen. Und man muss es einfach so sagen, es ist noch immer zu kalt in Niedersachsen. Also wenn man bedenkt, wir haben meteorologisch Juni, Juli, August, die Sommermonate. Klar, kalendarisch beginnt der Sommer, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Mit der Sommersonnenwende, also am 21.06.2021, da haben wir auch den längsten Tag, aber nichtsdestotrotz so richtig warm war es bislang eher noch nicht. Insofern kann sich der Frühling noch richtig steigern. Was man aber sagen muss, das sieht man auch so an den Bildern. Ja, frühmorgens ist es einfach wunderschön im Frühling und ich kann sowieso immer wieder vom Frühling schwärmen. Also ganz viele verschiedene Arten von Grün und ja, für mich einfach die schönste Jahreszeit mit, wenn die Natur erwacht und wenn man das so ja richtig spürt und mitkriegt. Hier übrigens der Raps, auch da muss ich sagen, also das Gelbliche passt auch ganz herrlich zur Landschaft, finde ich wunderschön. Wir gehen jetzt, also der Supermuck und ich, auf den Mittellandkanal zu. Das ist so, also er hat morgens drei, vier Strecken, die wir gehen können. Zwei davon sind am Mittellandkanal und ich glaube, weil das so eine Hunde-Gassigänger-Strecke ist, liebt er das sehr am Canale Grande. Und ich finde diese Strecke, die wir jetzt gehen, also wir gehen auf oder Richtung Hespe auf die Brücke zu. Super nice, weil wir da auch noch in den Schaumburger Wald reingehen und das ist eine ganz, ganz fantastische, super schöne Strecke. Und gerade am Morgen, wenn ja, wenn man die Natur ganz für sich allein hat, dann ist das einfach nur herrlich zum Schwärmen. Ja, hier auf der Kanalbrücke und natürlich gucken wir immer, ob denn ein Schiff kommt. Hier übrigens Blick auf das Bootshaus. Und ja, man sieht das schon, also früh morgens die beste Zeit. Danach kam dann wieder der Regen. Und gleich am Ende der Brücke biegen wir direkt rechts ab. Und da geht das in den Schaumburger Wald rein. Und ich finde, das ist ein ganz toller, herrlicher Weg. Wir werden das gleich auch noch sehen. Also ich habe da schon sowohl Wildschweine, Rehe gesehen. Also ist zwar ganz nah am Mittellandkanal, aber ist ganz, ganz schöne Natur, ganz, ganz herrlicher Wald. Und ich guck jetzt mal. Also es ist auf jeden Fall definitiv mitgefilmt, aber bei so einer Actioncam sieht man es natürlich nicht so. Also gleich muss irgendwann ein Eichhörnchen über den Weg laufen und das Eichhörnchen, das sehen wir nachher nochmal. Hinter den Holzstapel läuft das ein Baum hoch. Wie gesagt, mit der Actioncam schwer zu erkennen, schwer zu sehen. Aber ja, ich denke, die Natur und die Schönheit dieses Weges kommt auch mit so einer kleinen Kamera gut raus. Also finde ich einfach nur klasse und total herrlich. Jetzt gucke ich mal. Da läuft das Eichhörnchen. ja, noch gut eingefangen. Also man kann es auf jeden Fall, wenn man sich dieses Video auf einem Bildschirm anguckt, ich denke auf dem Handy wird man es nicht erkennen können, dann kann man das Eichhörnchen sehen bzw. erahnen. Es ist ja, ja, sehr klein. Und hier sieht man so, oh, die Sonne. Also wie gesagt, ich finde früh morgens, auch wenn ich kein Frühaufsteher bin, ist die Natur wirklich noch am schönsten. Und hier sieht man das auch. Ja, überall noch das Übergefrorene. Also hatte mal wieder gefroren. So, und mit den Bildern sage ich auch ganz, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Und ja, bleibt gesund. Bis denn.